Meine wichtigsten Eindrücke sind natürlich hier in Lüderitz immer schneller zu Windsurfen. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns seit fast 10 Jahren herkommen und immer wieder unser Personal Best und Weltrekorde brechen. Als Gran Canaria aufgewachsen, haben sie gesagt, in Hawaii kannst du nicht gewinnen. Ich habe es trotzdem geschafft, als erster Europäer da einen Weltfreien zu gewinnen, in No-Keeper. In 19 Jahren war ich fast unschlagbar. Ich war insgesamt 7-mal Weltmeister in der Disziplin. Und insgesamt sind es mit Slalom, Speed und sogar in Freestyle 1-mal 42 Weltmeistertitel. Das heißt, ja, ich bin ein Wettkampftyp, ich möchte mich noch verbessern. Und das ist natürlich im Speed auch so, wenn man sich nicht verbessern möchte, dann wird man nicht schneller werden, als man eigentlich ist. Natürlich ist der größte Faktor hier der Wind in Kombination mit der Qualität des Kanals. Ich kann eigentlich sagen, dass die Speedsurfer eine große Familie sind. Man trifft sich einmal im Jahr hier in Lüderitz. Speziell die Top-Leute, darum es geht, jetzt mal die 100 km/h zu knacken. Jeder ist angespannt, weil jeder weiß, dass man am absoluten Limit ist, wenn der Wind hier richtig stark pustet sozusagen. Und das ist immer wieder eine schöne Herausforderung. Windsurfen ist für mich eine Disziplin, die absolut kein Limit hat. Man kann sich immer verbessern, man kann immer schneller surfen, aber es kann auch was schief gehen und man muss auch seine Fehler lernen können. Das gehört einfach dazu. Das nächste Ziel ist logischerweise höher gesteckt und das sind die 100 km/h.